Herr Kaspar Bauer, welche Veränderungen gibt es ab 1. Januar aufgrund einer veränderten Kommunikation zwischen Leistungserbringern, Krankenkassen und MDK? Es hat sich massiv was verändert aufgrund von sehr starken Einschränkungen im Bereich des Datenschutzes. Ist ab 1. Januar vereinbart, dass keinerlei Befunde von Kliniken, von Ärzten und anderen Leistungserbringern direkt zu den Kassen gehen, sondern sie müssen unmittelbar über bestimmte Plattformen an den MDK gesteuert werden. Wir sprechen hier allein in Bayern von über 300.000 neuen Befunden, die dann von uns eingescannt, verarbeitet werden müssen und wieder Rückinformation an die Kasse gegeben wird. Wir haben Unterlagen da, wir können den Fall letztendlich bearbeiten. Zusätzlich sind wir natürlich aufgefordert, alle Arten von Datenträgern anzunehmen, entweder Papierform von den niedergelassenen Ärzten, CD-ROMs, Röntgenbilder und so weiter. Also das ist eine sehr, sehr besondere Herausforderung und vor allen Dingen hochdatengesichert. Also es geht nicht nur über Bankdaten, sondern letztendlich über ganze medizinische Daten, sodass wenn wir Plattformen benutzen, wir diese Daten auch hochgesichert eigentlich in unseren Häusern halten müssen. Mit dem neuen Pflegestärkungsgesetz wird seit 2017 die Pflegebedürftigkeit in Deutschland neu definiert. Welche Konsequenzen ergeben sich für den medizinischen Dienst Bayern? Welche Auswirkungen ergeben sich für Patienten, Leistungserbringer und MDK? Also sehr mannigfaltig. Vielleicht vom Inhalt her, der Pflegebedürftigkeitsbegriff früher war sehr stark somatisch bedingt, also körperliche Einschränkungen. Jetzt geht der Weg weg, eher Richtung psychosomatischen Einschränkungen, gerade Altersdemenz, der jetzt dann viel besser abgestellt wurde. Zusätzlich ging es in der Vergangenheit nur an defizitorientierte, was kann der Patient nicht und wie viele Minuten hat er gebraucht und künftig heißt, welche Hilfskonstruktionen benötigt er, entweder persönliche oder technische Hilfe, um dann letztendlich wie ein normaler Mensch dann seinen täglichen Verrichtungen, Teilhabe und so weiter vollziehen zu können. Hat folgende Folge, es gibt nicht mehr 3 Pflegestufen, sondern ab 1. Januar 5 Pflegegrade. Heißt, wir rechnen allein mit 9 Kundengruppen in Bayern allein von 75.000 neuen Antragstellern. Wir müssen unser gesamtes Verfahren umstellen. Wir haben momentan die EDV komplett schon im Einsatz. Seit 1. Januar läuft das Ganze ja schon. Und wir müssen mal sehen, welche Volumina kommen dann auch finanziell um die Ecke. Und wenn man jetzt den zweiten Teil anschaut, es hat auch positive Fälle für die Patientinnen und Patienten und Pflegebedürftigen. Ihre momentanen kognitiven Fähigkeiten bzw. Nichtfähigkeiten werden jetzt hier besser abgebildet, das heißt auch monetär besser abgebildet. Zweiter Teil ist, man will viel mehr stärker in den ambulanten Bereich investieren. Dann ist die Folge auch, was in den Pflegeeinrichtungen passiert. Also künftig wird wahrscheinlich kein Pflegegrad 2 mehr in ein Pflegeheim kommen. Das heißt, man versucht natürlich nur hochgradig Pflegebedürftige in stationäre Pflegeeinrichtungen machen und versucht alles im ambulanten Bereich, um sehr starke und höhere Sachleistungen ausgeben zu können, zu fokussieren. Und das ist natürlich schon ein großer Veränderungsprozess. Wir müssen mal sehen, wir haben jetzt gerade mal die ersten 3 Wochen überstanden, in Anführungsstriche. Mitte des Jahres muss dann neu abgerechnet werden. Aber es ist eine komplette Veränderung. Also die Pflege wurde von der Füße praktisch somatisch auf den Kopf umgestellt. Und da kann momentan weder die Politik noch wir abschätzen, was das alles für Wirkungen haben wird. Wir glauben aber, es wird unendlich viel Geld kosten, weil auch die Altfälle in den alten Pflegestufen sehr großzügig in die neuen Pflegegrade umgewandelt wurden. Vielen Dank, Herr Kaspar Bauer. Gerne.